Wir schneiden 3 bis 4 große Zucchini in Würfel. Die Zucchini in eine hohe Pfanne geben, mit etwas Pflanzenöl erhitzen. Eine Zwiebel in Würfel hacken und dazugeben. Zwei bis drei Teelöffel Gemüsebrühe dazu. Einen Becher Schmand mit unterheben. Etwas Salz und Pfeffer. Für unsere Frikadellen schneiden wir eine Zwiebel in kleine Würfel, geben diese zu unserem Gehacktes, ich habe 1 Kilo halb und halb, ein Ei mit dazu, 3 Esslöffel Senf, eine gute Prise Paprika edelsüß, Salz und Pfeffer. Und circa eine Tasse Paniermehl. Jetzt alles gut miteinander vermengen. In runde oder längliche Form bringen, je nach Geschmack, und auf einem Backblech verteilen. Unsere Frikadellen kommen jetzt in den Ofen bei ca. 200 Grad bei Unterhitze und Umluft für ca. 40 Minuten. Zu unserem Gericht passen auch super Kroketten. Probiert es mal aus, lasst es euch schmecken.